So, hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Giant Machines. Wir haben ein neues Ziel. Die Hauptrohrschellen können schon entfernt werden. Schneide vorsichtig alle 10 Rohre. Und das machen wir auch direkt in diesem schönen Bagger. So. Jetzt fahre ich am besten erstmal hier an die Mitte von der von diesen drei, an die zwei quasi. Und wir haben auch schon wieder eine Zeit von 25 Minuten. Müsste zu schaffen sein. So, das könnte genügen. Ich sage könnte, ich weiß nicht, ob es das tut. So. Okay. Wir kommen hier auch nicht allzu weit vor. Gut, dann werden es wohl etwas schräge Schnitte. Wir versuchen es einfach mal. Oh. Oh, nicht kaputt machen. Okay, funktioniert. Ich nehme mal die andere Kamera. So. Etwas hoch und etwas ran und etwas runter. Und etwas ran. Knick. So, jetzt müssten wir eigentlich darüber auch noch kommen. Ja. So. So, war. Knack. Spielbereit, Need for Speed, wunderbar. Er hat eine schicke Meldung bekommen, das freut mich. Dann kann es gleich losgehen mit der Aufnahme. Wenn ich hier meine Rohre voll durchgeschnitten habe. Mal sehen, komme ich da auch noch ran. Nein, so. Jawohl. Und hier reicht der Arm. Nein, der Arm reicht nicht. Macht sich ganz schön lang, das Ding. Ja. So. Dann fahre ich das Ding mal ein bisschen ein hier. Wackelt wie Kaugummi. Sieht übrigens so aus, als hätte der ein Gesicht, der Bagger. Hm. Kann ich auch nicht dann machen? Okay, hier oben. Das bringt mir im Moment recht wenig. So. Dann will ich doch mal darüber fahren. Nein, andere Richtung. So, jetzt haben wir 1, 2, 3, die Hälfte haben wir schon, ja. Dann müsste ich eigentlich, wenn ich hier in die Mitte reinfahre, müsste ich ganz gut an alle rankommen. Oh, da hat es nochmal so ein Basislager. Habe ich eigentlich den Timer gestartet? Nein, habe ich nicht. So, jetzt aber. Die 5 ist hier, der hier. So, ausrichten den Spaß. Ach, wobei brauche ich ja gar nicht. Mach ich so. Den alten rostigen. Oh, Schallpegeldruck. Den alten rostigen Tank hier sollte man auch mal wegknipsen.
denn der hat seine besten Tage auch schon hinter sich. So. Und dann wollen wir mal hier noch was abknipsen. Nicht kaputt machen. Knack. Knack. Na, doch, ein Knack. So, rüber. Ja, das läuft ja wunderbar. Ich verstehe zwar nicht ganz den Sinn, was das jetzt bringt, hier diese Verstärkungsrohre oder diese Lager quasi von diesem Rohr abzuzwicken. Ah, die werden sich schon was dabei gedacht haben. Nein, ich will auch die Maschine nicht verlassen. Ja, hat auch gereicht. Okay, am Ziel vorbeigeschossen. Jetzt aber. Reicht jetzt schon? Ja, reicht. Ziel aktualisiert. Eine Seite ist fertig, aber auf der anderen Seite muss der Kühlmittelaustritt durchstechen werden. Starte den Hydraulikbagger und entferne die Reste der Sand. die Reste der Sand. Okay. Ich muss aber nicht mit dem Bagger jetzt darüber fahren, oder? Nee. Kann ich mir nicht vorstellen. Oh, und die Zeit läuft weiter. Okay, ganz schnell die Karre notdürftig parken. So, reicht. Aus die Maus. Wo geht's runter? Hier. Jetzt muss ich dahin laufen, oder was? Oh ja, ich muss laufen, denn mein Schlepper liegt leider ungünstig auf der Seite. Naja, kann mal passieren. Oh, halt dich hier. Was ist da drüben? Ich hätte jetzt hinlaufen können und versuchen können, den wieder hinzustellen, aber die paar Meter kann man auch laufen. Ich bin mindestens so schnell wie der Schlepper. Zu Fuß. Oh. Der nur wieder. Hopsa. Naja, ein bisschen stolpern. So, hier ein bisschen von dem Sand wegbaggern. Kein Problem. Hoch das Ding. So. Gut, hier machen wir an. Und dann können wir starten den Bock. So. Andere Kamera. Wir hätten den so stehen lassen. Ich nicht. So. So will ich den haben. Ach, hier sind die Rohre etwas verschüttet, ja. Da habt ihr recht. So. Und wo soll ich den Sand hinkippen? Okay, ich hab den
gar nicht da drin. Das heißt, ich muss sie nur abkratzen. So, ein Stückchen vor. Ja, so geht das doch. So, ein Stückchen darüber. Ja, wunderbar. So lobe ich mir das doch. Und das Ganze auch hier nochmal. Oh. Okay, wir können das auch so ein bisschen abkratzen. Kein Problem. Ich kann doch auch die Schaufel noch ein Stück neigen, oder? Druck ablassen. Ist nie verkehrt. So, wie war das? Klappe öffnen, Klappe schließen. Einmal nach unten. G. G und T. Oh, oh, oh. Nicht kaputt machen den Eimer. Oha. Das, ja. Machen wir das Gepieps aus. So, wunderbar. Oha, was ist jetzt los? Oh, Hilfe. Oh mein Gott. Was ist hier passiert? Stopp. Okay. Wir wurden ein bisschen weggedrückt, würde ich mal behaupten. Oh. 2 km/h. Vollgas. 3000 Liter Diesel werden durch die Motoren gejagt. Oh, ich habe die Tür offen gelassen. Nicht, dass mir da jetzt lauter Dreck auf die Batterie sitzt. Warum ist da auch Sand davor einfach so? Was soll es? Habe ich da jetzt Zeug in der Schaufel oder was? Ja, natürlich, die ist randvoll. Na, so geht das ja nur nicht. Auch kein Mensch. Weg damit. So, wieder gewechselt. Jetzt fahre ich den Karre mal ein bisschen ein hier. So. Wer jetzt der Meinung ist, das machst du voll falsch, Mann, mach doch das richtig, das ist doch voll einfach. Der kann es gerne mal selber probieren. So viele verschiedene Knöpfe, wie es da gibt. Das ist echt übel. Oh, was ist jetzt los? Okay. So, ein bisschen noch. Theoretisch könnte ich doch eigentlich so vorfahren, oder?
Ja, das geht doch auch. Okay, bis zu einer gewissen... Na komm schon, das ist doch nur Sand. So, eigentlich müsste ich schon haben. Naja, 76%. Ja, ich könnte auch mal so versuchen. Einfach mal den Sand wegzuknabbern. Nein, funktioniert nicht. Okay. Aber so muss es gehen. Oh, 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 oh. Nicht schon wieder. Was mit dem Zeug? Ich will das nicht in der Schaufel haben, bäh. So. Schallpegeldruck. Wieder mal. So, jetzt. Also wie gesagt, die Steuerung ist alles andere als einfach. Das Stückchen noch. Dann müssen wir es geschafft haben. Jawohl. Alles wird richtig vorbereitet. Wir warten nur auf den Crawler-Transporter. Ja, da bin ich auch gespannt, wann der endlich mal antanzt. So, nächste Mission. Das ist ein Riesensprung für einen reichen Mann. Launchpad, Florida. Ach, jetzt alles oder nichts, Partner. Da sind wir wieder dran. Der letzte Schritt ist, den Shuttle zur Startrampe zu transportieren. Fahre vorsichtig. Versuche die Ladung nicht zu fallen. Ich versuche die Ladung nicht zu fallen. Wo müssen wir denn hin? Nach da vorne. Und die Handbremse müssen wir auch lösen. Und du bleibst schön stehen da oben, ja? Gut. Geht's da den Berg hoch? Ja, da geht's den Berg hoch. Was waren meine... Vorderer Teil, hinterer Teil... T... Hinterer Teil der Plattform heben. Ja, jetzt müsste sie sich dann so langsam nach hinten neigen. Okay, ganz knapp. Oh, jemand hat meinen Schlepper wieder hingestellt. Wunderbar. Nein, neigt sich noch nichts. Ab wo kommt denn die Steigung? Ab hier. Naja, dann Richtung Launchpad. Erreiche den Hügel. Ja, überquere den Hügel. So, jetzt müsste sich die Neigung des S gleich nach hinten bewegen. Genau, das tut sie auch schon. Und ich versuche den schön bei Laune zu halten. Schallpegeldruck.
So, lassen wir mal ab. Gut, hat gerade so gereicht. Schon eine interessante Konstruktion, so ein Shuttle Crawler. Ah, und die Rampe ist dann wieder gerade, ne? Die Plattform, jawohl. Naja. Kein Problem für unseren Crawler. Und so, jetzt muss ich nur... G war's, ne? Ja. Muss ich nur rechtzeitig genug dann an den Arsch wieder absenken. Dann geht es. So, jetzt sind es gleich noch 40 Meter. Das kriegen wir noch hin in der Folge. Oh, da ist ja hoffentlich kein großer Rand hier. So, jetzt steigt das hier wieder an. Schallpegeldruck. Warum habe ich jetzt die Kamera gewechselt? Okay. Also nochmal Druck ablassen. Ach du Schande. Nein. Oh, mach doch keinen Scheiß. Gegen das Ding gefahren. Und explodiert. Mission fehlgeschlagen. Der Space Shuttle explodiert. Und damit machen wir auch ein kleines Folgenpäuschen. Denn jetzt ist es egal. Das Ding ist uns in die Luft geflogen. Und ich würde sagen, wir sehen uns wieder, wenn es wieder heißt Space Shuttle zerstören. Ich meine natürlich Time to Play. Interessante Musik. Und wie es dann da weitergeht, erfahrt ihr demnächst. Bis dahin. Tschüss.